Der Grundgedanke von Newton war sehr witzig. Und zwar, er hat gesagt, der Mond, der fällt an der Erde vorbei. Und wenn der Mond immer an der Erde vorbeifällt und nie auf die Erde trifft, dann muss es eine Geschwindigkeit geben, sodass ich quasi an der Erde vorbei werfen kann. Und jetzt hat er sich überlegt, Mensch, das müsste doch auch mit dem Apfel gehen. Und zwar, ich stelle mich auf den Turm. So, der Turm muss relativ hoch sein, dass nichts im Weg ist, also 9 Kilometer. Weil der Mount Everest knapp unter 9 Kilometer ist. 9 Kilometer ist dennoch gar nichts, weil der Durchmesser der Erde sind ja ungefähr 6380 Kilometer. 9 Kilometer davon ist ja wahnsinnig wenig, also ich habe das sehr übertrieben gezeichnet. In 9 Kilometer Höhe haben wir auch immer noch dieselbe Beschleunigung wie auf der Erdoberfläche, also 9,81 Meter pro Sekunde Quadrat. Genau, nur das schon mal vorweg. So. Und jetzt steht er auf diesem Turm, dass nichts im Weg ist und fängt an, seinen Apfel zu werfen. Wenn er den Apfel langsam wirft, kennen wir das, dann macht er diese Parabelbahn und landet auf der Erde wieder. Jetzt hat er sich überlegt, muss es eine Geschwindigkeit geben, so dass er genau schnell genug ist, dass sich quasi die Erde genauso wegbiegt, wie sich die Apfelbahn krümmen würde. Hier habe ich das noch nicht erreicht, aber wir sehen schon, es gibt hier auch die Krümmung der Erde, also die krümmt sich weg. Und der Apfel hat hier, also der Apfelflug hat hier auch eine Krümmung. Noch ist die Apfelflugbahn gekrümmter als die der Erde. Wenn wir jetzt aber noch ein bisschen schneller werfen, dann fällt der Apfel. Und jetzt habe ich noch etwas zu langsam geschmissen, sagen wir mal. Das heißt, er würde eine Zeit lang an der Erde vorbeifallen, aber irgendwann dann doch aufkommen. Und wenn ich jetzt noch ein winziges Stückchen schneller werfe, schaffe ich es, dass er quasi immer genauso weit fällt, wie sich die Erde unter ihm wegbiegt. So, und dann haben wir es geschafft, dass er immer fällt, 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 an der Erde vorbeifliegt. Es ist keine schöne Kreisbahn, es tut mir leid. Und zack, am Ende wieder den Kopf vom Newton selbst trifft. Genau. Das war der Grundgedanke. Und dann war eben der Transfer, Mensch, zwischen Apfel und Mond muss es dasselbe sein. Ich muss quasi nur sagen, dass der Mond einmal losgeworfen wurde und jetzt genau die Geschwindigkeit hat, dass er immer an der Erde vorbeifällt, aber von der Erde angezogen wird. Und diese Geschwindigkeit wollen wir jetzt gleich berechnen. Und wir müssen uns mal gleich hier schon vorweg überlegen, der Apfel, auf den wirkt die Gravitationskraft, also m mal g. Und dann sollen wir hier noch eine Kreisbewegung machen. Und für die Kreisbewegung brauchen wir auch immer eine bestimmte Kraft, dass sie gilt. Und dann überlegen wir mal, ja, welche Gleichheit da gelten muss. Also, viel Erfolg beim Beweis.